angefertigt haben wir es jetzt irgendwann die letzte Woche. Und heute Morgen sind wir dann ein halbes Stündchen früher gekommen, dass man die auch gleich dran machen konnte. Auf der Vorderseite steht Königspaar Gudrun und Andreas. Über den Montagmorgen müssen wir heute noch mal etwas vielleicht diskutieren, ins Gespräch kommen und auch eine Abstimmung treffen. Die Bittprozession hat stattgefunden in den alten Orten, besonders aufgrund der angesiedelten Landwirtschaft. Wir wissen alle, dass die Situation hier in den Umsiedlungsorten eine andere ist und wir bei weitem nicht mehr so landwirtschaftlich geprägt sind, wie es in den alten Orten war. Die Bittprozession, die haben wir jetzt tatsächlich abgeschafft. Hier macht es keinen Sinn, weil wir haben hier keine Landwirte, denen wir die Felder segnen. Und deswegen ist das eigentlich eine zeitgemäße Entscheidung. Wenn wir an die alten Orte Geilberg, Kuckum, Westrich, Berverath denken, jetzt kann man sagen, das scheint vorbei zu sein. Der Tagebau hat ihm alles am Schluss gemacht. Ja, das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite, es gibt eine Zukunft. Und diese Zukunft entsteht hier und heute, hier an diesem Ort. Und ihr habt zum Ausdruck, indem ihr das Schützenfest weiterfeiert, dass ihr die Zukunft weitergestalten wollt. Also mit 40 neuen Kindern in 4 Gruppen, das ist schon enorm. Davon haben 3 schon festen Namen. Die meisten in der Pubertät dann verlieren so ein bisschen wieder den Kontakt. Dann kommen sie wieder dazu. Aber wir haben erstmal eine Basis, dass man einfach sagt, wir sind in 20, 30 Jahren auf jeden Fall mindestens genauso stark wie jetzt, wenn nicht sogar stärker. Das ist wichtig. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Dafür haben wir die Pandemiezeit auch gut genutzt. Mir ist es schon schwer gefallen und ich hänge immer noch, das leugne ich auch nicht, an Geilberg Alt. Man kann die Heimat nicht vergessen.